Hallo und herzlich willkommen bei ARK Scorched Earth. Wir sind hier auf der kleinen Großbaustelle, also beim Taj Mahal. Man sieht, es ist schon etwas mehr. Ich glaube allerdings mittlerweile, der halbe Server hilft mit, um die Ressourcen hier ranzukarren. Also man sieht, es ist schon etwas mehr geworden. Er ist da ganz fleißig am Bauen. Was ist das? Was? Treppe. Okay. Also da kommt eine Treppe hin. Was steht da? Oh, da kommt eine Blume durch. Ja, okay. Will du was von mir? Ja, Tatsache. Hörst du auf da? Oh, jetzt liegt gegrillter Tiger da unten. Na gut. Egal. So. Dann, ich brauche natürlich wieder mal Fleisch. Oh. Man sollte auch treffen. Xars Drache ist mittlerweile natürlich erwachsen. Der steht auch schön eingeparkt, hat das Maximum an Imprint gekriegt, den finde ich gut. Vielleicht kommen wir noch bis zu ihm. Na, kommt hier ja Geier. Dienstag, das heißt morgen, seht ihr dann PvP-Event. Kann ich euch nur empfehlen, wird sicher lustig. Ja. Ist recht komplex. Aber ich denke, es kann recht spaßig werden. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Aufgabensetzung durch ist. Und ob es doch noch was gibt, was wir da vergessen haben und was man denken sollte. Ja, ja, gespannt sind wir. Und dann wissen wir endlich, wer der Dodo-König, den Dodo-König hat. So. Aber das seht ihr dann alles am Dienstag. Auf jeden Fall bei Koya. So. Ich wollte eigentlich gerade Loot Crates suchen. Aber wenn man das so anschaut, das sind so viele Mantis. Da kann ich doch nicht vorbeigehen. Weil die Frage immer sein soll, kann ich die Mantis gerade brauchen? Ja. Fällt man was mit Polymer ein? Naja, werden wir schon finden. So, Loot Crates. Machen wir es mal so. Noch mehr Mantis. Also jetzt, wo ich es nicht suche, sich einen Mantis nach dem anderen. Das ist fürchterlich. So, fliegen wir lieber in die Richtung. Ich bin so gewohnt, dass ich in die Richtung Loot Crates suche. Mittlerweile habe ich auch die, sieht man das da? Nee, da sieht man es nicht. Man sieht es nur da. Mittlerweile bin ich 84, bald 85. Das heißt, auch chemisch kann ich bald bauen. Sollten wir also dann relativ bald haben. Eventuell brauchen wir noch die Ressourcen, aber das kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt natürlich nicht nebenbei die Karte offen, wo die Loot Crates sind. Ja. Ich habe auch kein GPS. Entweder wir finden es jetzt zufällig oder wir haben Pech gehabt. Wobei ich ja eher auf wir haben Pech gehabt tippt. Aber irgendwie hat mein Drache gerade kein Stamina mehr. Oder ist die Anzeige auch verbuggt? Ne, der hatte kein Stamina mehr. Oh. So. Ja, und für Koya liegt ja noch eine kleine Überraschung bei uns im Eiskasten. Hat doch, ich glaube, ganz am Anfang der Staffel mal gesagt, dass er gerne Feuerdrachen hat. Er hat ja aber einen Blitzdrachen. Und, ja,
als Xana das dann Ei so gebrütet hat und war mal schon ein bisschen in der Drachenschlucht und ich habe danach nach dem letzten Video noch weitergemacht. Genau zu sein, habe ich zwei Tode weitergemacht. Und dann habe ich im Endeffekt auch was gefunden, was Schönes. Aber ich nehme an, das kriegt sie dann bei Trojas Videos mit, da möchte ich gar nicht spoilern. Da ich noch nicht weiß, wann das entdeckt. Das mit dem PvP ist jetzt natürlich einige Vorbereitungszeit gewesen. Das heißt, er hat da nicht allzu viel mitbekommen davon. Was ist ein Trailer schon geworden? Bitte zu bemerken, wie dreckig es dem armen Dodo ging in der zweiten Szene. Oh Mann. Ja. So. Was hast denn du an Fleisch eigentlich schon eingesammelt? Oh, ein bisschen was. Und viel Müll. Oh Mann. Da ist nichts, aber ich glaube, da hätten die anderen auch entdeckt. Hab vorher gerade gefragt, vom Server direkt ist gerade keiner Lootkisten abgeflogen. Das heißt, es sollten theoretisch vielleicht sogar beide da sein. Und ich fange natürlich immer in der Ecke an, wo ich keine Ahnung habe, wo sie sind. Egal. Und ich habe das schöne Ding jetzt daheim lassen. Ich habe nicht das letzte Mal was richtig Nettes rausgekriegt. Ein Mastercraft Riot Shield. Kurze Zeit davor habe ich allerdings die Verarsche gekriegt, nämlich eine weiße Metallsichel. Aus einer Wüsten-Loot-Crate, ja. Da freut man sich dann, wenn man eine halbe Stunde oder was sucht nach der Loot-Crate. Und man bekommt eine Sichel raus. Eine weiße. Versteht sich. Alles andere hätte man vielleicht noch brauchen können, aber weiß. So, jetzt sind wir noch nicht beim Plan. Gut. Da an der Ecke sollte, glaube ich, eins sein. Also, die Position für eine. Gibt es im Wiki eine schöne Karte. Man kann dann theoretisch auch mit dem GPS natürlich dementsprechend lang bringen. Aber um ehrlich zu sein, das finde ich viel zu langweilig. Da fliege ich lieber so und fliege zwei, dreimal rum. So, da gibt es jetzt keine Loot Crates. Jetzt sind wir da quasi bei Yoshis Basis. So, einmal kurz Stamina auffüllen. Sagt, braucht er heute irgendwie mehr Stamina? Oh, geh mal weiter, während du Stamina ladest. So. Noch ein paar ganz lustige Ideen für Events bei uns auf dem Server. Ich denke, da kommt das ein oder andere Event dann. Also auf die Schnelle fallen mir jetzt vier Events ein. Ja, mal hoffen, dass das ein oder andere umgesetzt wird. Ideen sind es gut, oder? Und bei uns sind alle gespannt drauf, wie das Winter-Event in Scorched wird. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon neugierig, ob es, dass ich anfange mit Schnee in der Wüste. Oder ob es zumindest noch kühler wird. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Temperaturen schon wieder raufgegangen sind. Das weiß ich aber nicht, ob das nur Irrglaube ist oder wirklich so ist, dazu achte ich viel zu wenig drauf. An den Positionen da, wo sie wirklich hier eingezeichnet ist, da gibt es zwei Positionen hier zwischen dem Berg und der Drachenschlucht. Habe ich noch nie einen Loot Crate gefunden, aber angeblich sollen da Loot Crate Stellen sein. Gut, ich gebe zu, ich suche jetzt nicht jeden Tag danach.
Aber wenn ich merke, dass gerade keiner da ist, oder wenn schon länger keiner da war, dann schaue ich sehr wohl auch nach Loot Crates. Ich bin ja im Moment von uns die Einzige, die das schon kann. Aber hoffentlich nicht mehr lang. Eieiei, da ist viel los. Nein, die noch nicht. Die nächste Brücke müsste das sein. Genau, das ist die Doppelbrücke da. Der da sollte eine Position sein. Ist aber auch nichts. Dann schauen wir da weiter. Da hatte ich sogar schon mal eine Loot Crate. Da haben wir auch gedacht, noch näher an der Schlucht könnte es nicht gehen. Auch da ist einiges los. Aber zumindest sind die Drachen heute alle drinnen. Das ist keiner großartig irgendwie heraus. So, da hinten hätten wir auch noch einer. Da ist auch nichts. Nö. Auch wenn ich mal noch nicht so ganz einig bin, wie weit man die Loot Crate sieht. So, dann gehen wir da nach hinten zur Stadt. Da müssten zwei Punkte sein. Einer sollte da vorne irgendwo sein. Und ein zweiter da hinten. Und zwar ist auch nichts da, gut. Ja, die Mauer nervt. Und dann müssen wir noch in Richtung unseres Drachenzähmgift. Da ist auch nichts. Wahrscheinlich fliege ich jetzt 5 Meter vorbei. Ah, nein, nicht alles. Was soll's? Auch das gehört dazu. Bei Ark. Ups. Ja, die Mauer kennenlernen, das gehört definitiv dazu. Ich muss normal gehen, sonst regeneriert er ja kein Stamina. Und da haben wir die Mauer. So. Da ist aber auch nichts. Nö. Da haben wir auch nirgends was. Man sieht, momentan ist kein Drache drinnen, das heißt, die Lorca ist auch fertig mit dem Drachen. Die hat gerade eben einen Drachen großgezogen. Das heißt, auch die freut sich jetzt an einem eigenen Drachen. Ja, mal schauen, ob wir uns das nochmal antun. Wie gesagt, Eier dazu hätten wir. So, da haben wir geschaut. Da hinten in der Ecke müsste ich noch schauen. War das die richtige? Ich glaube ja. Ich glaube. So. Thank you.
geht's weiter, da geht's weiter. Das ist natürlich dann mit Kompass ein bisschen leichter. Also mit Navi. Ohne weiß man halt nie genau, wo ist die Mauer jetzt. Es ist zwar schön gemacht, dass es so ausschaut, wie wenn die Wüste ewig wäre. Aber umso doofer, wenn man dauernd dagegen fliegt. So. Schauen wir mal. Auch nichts. Auch nichts. Gut, hab ich gehabt. Schaut nicht schlecht aus, die sind wieder irgendwo mitten in der Wüste. Da werde ich ohne Navi nicht weit kommen. Außer halt durch Zufall. Idealerweise sucht man die natürlich nachts. Sie leuchten zwar nicht wirklich gut, aber zumindest ein bisschen. Also man erkennt sie dann schon etwas weiter. Wobei ich gerade sehe, OBS Studio schaut interessanterweise das Bild jetzt ein bisschen anders aus als vorher in OBS. Ich habe ja auch gewechselt. Ich glaube, da müssen wir hinterher, oder? Da drin nicht. Da ist einer. So, na dann schauen wir mal. Lila Quetzal-Plattform. Mhm. Gut, okay. So, konnte ich jetzt bitte ein Quetzal dafür haben? Hm. Da kann man jetzt diskutieren. Also diese Plattform-Satteln sind bei uns trotzdem beliebt, weil wenn man grindet, gibt es viele Ressourcen zurück. Da in dem Falle ist die S Plus zu overpowered, sage ich mal. Die hat da kein Maximum. Das heißt, bei so extrem teuren Satteln, wie gelben Satteln, gibt es viel mehr zurück wie aus dem normalen Grinder. Ja. Und deswegen etwas overpowered, denke ich. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich dann einmal einen Mod nimmt, dann hofft man drauf, dass die nicht zu überpowered ist. Man weiß es aber vorher nie. Und bei der S Plus ändert sich natürlich auch viel. Also der macht ja immer noch vieles, bringt immer noch viel Neues rein. Was ja auch gut ist und schön ist. Oh. Female Level 104. Nur schaut, dass bei uns kein Mann Rex will. Female Level 104. Na gut, dann fresse ich dich nicht. So, da waren wir jetzt eigentlich. Nein, noch nicht. Gleich haben wir die Runde. Dann haben wir zumindest eine gefunden von zwei. Alle 45 Minuten kann man, glaube ich, zwei finden. Irgend sowas war das. Oder jede Stunde ungefähr. Sollten beide wieder da sein. Am einfachsten. Jetzt sind wir in der Ecke gelandet, ja. Das finde ich ist auf der Island besser, wenn man irgendwie zumindest einen Kreis hat und nicht so, so viele Ecken an die Magen stoßen kann. Nervt ziemlich, wenn man in der Wüste rumfliegt. So. Jetzt sind wir da direkt rum. Jetzt können wir da noch schauen. Aber da gibt es auch irgendwo eine Position, die kenne ich aber nicht auswendig. Also da weiß ich es jetzt definitiv nicht genau.
Es gibt da noch irgendwo hinter der letzten Düse. Aber da sind wir jetzt schon vorbeigeflogen. Die habe ich auch übersehen oder nicht gefunden jetzt, die Düne. Im Normalfall schaue ich etwas genauer mit etwas mehr Zeit. Jetzt habe ich mir nur gedacht, wir schauen mal auf die Schnelle, ob ich mit euch eine finde. Aber immerhin haben wir eine gefunden. Eine von zwei ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich sag, da ist gut, auf unserem Server kommt, was ich absprechen wir uns zumindest, ob gerade wer war oder nicht war. Nicht, dass man da unnötig sucht und dann ist im Prinzip gar keiner mehr da. Das wäre ja Quatsch. Und wenn es wirklich was Gutes ist, dann kann man sich ja auch notfalls beim anderen herstellen. Ah, da ist glaube ich noch ein Punkt. Aber es schaut auch nicht so aus. Da irgendwo ist zumindest noch ein Punkt, ja, aber das erkenne ich sogar. Ja, da ist das Ende, genau, dann wäre da unten drinnen noch ein Punkt gewesen, glaube ich. Naja, es gibt sicher Leute, die können die Punkte alle auswendig, ich nicht. Bin schon froh, dass ich einige Punkte jetzt mittlerweile erkenne. So. Jetzt ist es dunkel, oder was? Jetzt kann ich mich gerne haben, jetzt braucht es nicht mehr dunkel werden. Uiuiuiui. Ja, für alle auf dem Server, die Klee zu viel haben, Jonas freut sich aus der Baustelle. Klee, Setsch, Holz. Er braucht alles fürs Taj Mahal. Und er ist da ganz, ganz fleißig im Bauen. So. Wollen wir den gelben? Ja, holen wir uns den wenigstens. So. Dankeschön. Das hätte man sparen können, Drache. Egal. So, da hinten, da fliegen wir kurz mal vorbei. Wenn es geladen hat. Oh. Ich wollte sagen, da seht ihr Xars Vogel. Aber ich habe das Gefühl, der Vogel ist ausgeflogen. Okay, dann ist Xar wohl auch gerade am Server und fliegt mit seinem Drachen herum. Na gut, dann kann man ihm dann gerade nicht herzeigen. Auf jeden Fall steht da normalerweise sein Drache. So, dann habe ich heute durch einen netten Zufall etwas bekommen, was mir beim Bauen ganz leicht helfen könnte. Ich habe dann einen S-Plus-Tisch reingestellt. Den möchte ich dann auch noch benutzen. Auch für was anderes. Ich nehme jetzt erstmal das und das. So. Ich wollte doch hier so eine Aussichtsterrasse machen. Und ursprünglich hätte ich mir auch gedacht, das könnte man doch aus Glas machen. Ups, das ist aber jetzt komisch geschnappt, oder? Oder ist das richtig? Nö, das ist eh richtig. Okay. Gut, dann passt's. Dann habe ich nichts gesagt. So. Ich fand's jetzt lustig, dass man das echt so setzen kann. Dass er sich da gar nicht stört. Wie gesagt, mit der Transparenz spielen wir uns dann noch. Das passt jetzt nicht von der Höhe. Die sind falsch. Pick up. Ja, und die Glaswände habe ich heute gekriegt. Das fand ich sehr nett. Sonst hätte ich dann echt nur einen Railing-Zaun hingemacht. Sehr schön. Ich brauche es jetzt unten gesnappt, warte. So. Genau. Jawohl. Mhm.
nachdem es plus ist, geht es natürlich auch hier rein noch. Pickup. Danke, das brauche ich nicht. Nee. Da wird das mich wahrscheinlich gar nicht bauen lassen anders. Nee, da nimmt man nur den Snap-Point, schade. Müssen wir halt dann schauen, dass wir von der Seite drüben kommen oder so. Da hat man noch geleckt Model. Ach, da kann man es direkt umstellen. Dann. Dann. Warte mal, bauen wir zuerst drauf das Dach, weil sonst, ja. Das ist gut, ja. Geht es da hinten auch noch? Moment. Dann müssten wir es aber hier auch noch. Okay. Das eine passt jetzt von der Höhe nicht. Moment, gehen wir mal kurz hoch. Jetzt wird es echt Nacht. Das ist ja. So. Aber welches passt jetzt von der Höhe her nicht? Das hier. Kann man das vielleicht so bauen? Nein, das baut er mal wieder so. Also ich hätte es natürlich schon gerne. Oh, so. Ja. Das Eckerl. No sides. No sides. Aber no sides ist, ja, wie schaut's denn so aus und so? Also nee, eigentlich eine Seite. Eine Seite B. Dann müsste ich das auch eine Seite B machen. Also. Gut, egal. Dann machen wir die mal eine Seite B. Und da bräuchte man zwei Seiten und dann ist die Frage. Corner A, Corner B, Corner C, Corner D. Dann. Schaut richtig aus. Das schaut auch richtig aus. Da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich eine Seite D. Nein. Eine Seite C, okay. 1C, dann. Nee, 1C ist falsch. Moment mal. Haha. Ja, ich höre dich ja. 1B. Gut. 1B. Und da auch 1B. Dann. Nett. Ja, man sieht, da habe ich schon Railings gesetzt. So, keine Sorge, mir ist gleich nicht mehr kalt, weil ich gehe jetzt in den Glascontainer. Im Glascontainer kann es eigentlich nicht mehr kalt sein. Und da hätte ich jetzt gerne echt No Sides. No Sides.
No und no. Sollten wir doch wenigstens außen machen. Das müsste das sein. Ja, dann wird es wahrscheinlich. Was ist Cycling? Ups. Ach, da kann man es durchgehen. Okay, da brauchen wir, glaube ich, lang. Corner D, dann wird es Corner B und Corner A sein, wahrscheinlich. Probieren wir mal das als Corner B. Und das wird Corner A sein. Ja. Das ist, denke ich, okay. Machen wir das hier ähnlich. Das hier müsste dann Corner C sein. Ach, ich liebe Gewitter. Nein, das ist nicht C. Das müsste B sein. Das müsste dann C sein. Wisst ihr was? Da machen wir jetzt No Sides. No Sides. Und No Sides. Einfach damit das da drin und dann auch weg ist, genau. Ja. Ist, denke ich, okay. So, und die Seite da. Also da bräuchte man eigentlich gar keine Glaswand mehr. Da haben wir, glaube ich, auch gar keine. Sagen wir da mal No. Und No Sides. Da nehmen wir Corner C. Nein, Corner D. Genau, und das ist dann Corner C. Sieht ja schon cool aus. Dann brauchen wir da oben aber auch One Side A. Und das da müsste One Side D sein. Nein. B. Okay, also oben für A. One Side A und da unten für One Side B. Genau. Ja, das schaut halt dann doof aus, aber egal. Und schon hätten wir hier so einen kleinen Kasten. Stop. Und wofür ich das Glas aber noch verwenden wollte, das war ein Wunsch. Habe ich jetzt alle mit, ich glaube, oder? Ja, also die restlichen Adobe Railings kann ich mal mitnehmen. Dann mach mal einen beherzten Sprung. Und zwar wurde gewünscht, hier, dass man eine Glasfront hinbekommt. Also hier drüben möchte ich ja Zimmer machen. Da, nein. Aber hier. Ich glaube jetzt alle übrigens, dass ich Kuya dann schützen möchte vom Rednerpult, aber das stimmt ja gar nicht. Oh, Man sieht, eines ist oben gesnappt, eines unten. Pick up. Und Pick up. So, dann möchte ich jetzt noch einmal. Springen wir mal durch. Er müsste ja eigentlich. Ist das jetzt richtig? Nö. Dann nehmen wir mal das weg. Schauen wir mal, ob wir es dann hinkriegen. Müsste das Richtige sein, oder? Ja. Aber wir sehen, dass da drunter geht. Das gefällt mir nicht. Wie weit geht's runter? Ja, zu weit. Allerdings da oben drauf kann ich es auch nicht brauchen. Dann mach mal hier Select Model.
One Side D. Dann One Side D. Genau. Da dazwischen kommen Gläser, die man gar nicht sehen soll. Und da kommen dann One Side C. Dann One Side C. Und da komplett durchsichtiger. No Sides. Dann. No Sides. Dann. So. Ich sehe ein paar Fehler, ja. Oh ja. Also ihr seht, das ist so eine kleine Spielerei. Da werde ich mich jetzt noch ein bisschen spielen. Und beim nächsten Mal bauen wir dann endlich weiter, oder? Naja, mal schauen, vielleicht kommt auch was anderes dazwischen. Aber demnächst möchte ich dann mein Haus auch mal fertig gebaut haben. Ich wünsche bis dahin noch viel Spaß. Ich sage tschüss, ciao und baba. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ich hoffe, man sieht euch dann als Zuschauer oder zum Mitmachen bei dem PvP-Projekt. Je nachdem, ist ja dieses Mal nur ein kleines. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das vorzubereiten. Und von daher sage ich tschüss.